Hallo und herzlich willkommen. Rempelt die Kleine mich einfach an. Was ist denn los mit ihr? Naja, genau. Ja. Willkommen zurück zu The Witcher Teil 3. Ja, ich habe das letzte Mal schon angedeutet, ich würde gerne mal die Kamera-Quests machen. Und ich habe mir gedacht, damit könnten wir heute mal beginnen. Hier, ich glaube, das ist der südlichste. Das heißt, da gehen wir jetzt mal hin. Plätze? Plätze ist nicht in Reichweite. Naja. Wir haben. Ach so, ja klar, wir haben Level Up, aber. Ah, da ist Plätze. Ne? Da ist Plätze, genau. Genau, das heißt, wir machen heute mal die Kamera-Quests. Weiter so, Plätze. Bin noch nicht sicher, wie lange das dauern wird, aber ich nehme an, das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh, das war falsch. So, 15 Aufgaben sind's. Der redet immer falsch. Was soll ich denn so am. Naja. Geht schon irgendwie. Da hat irgendwas. Da hört sich irgendwas laut an. Sollen wir das mal eben erkunden? Steigen wir ab. Gucken wir uns das mal an, was sich hier so laut anhört. Warte mal, dort. Ist das das? Ja, das hört sich ziemlich laut an. Ach. Ein paar Würmer. Riesentausend Würmer. Na los, kommt her. Autsch. Na los, jetzt kommt man wieder. Weg. Das war knapp. Ja, eigentlich auch mal explosive Bolzen benutzen. Autsch. Au. Das war nichts. Au. Was ist denn los mit euch? Okay, viel Schaden macht es auch nicht. Oh Mann! Jetzt aber! So, einer tot. Verdammt. Na los. Trinken mal ein Wässerchen und looten. Okay, ja, damit wären schon wieder fast die ersten 5 Minuten um. genau, ja, okay, ich werde mir diese kleinen Ausflüge sparen. Schauen, dass ich wirklich bei der Quest bleibe. Na los, hier lang. Steig mal ab. Ach was, schon wieder Würmer. Oh.
hat. Okay, ich werde mal eben das Quenzzeichen so ein bisschen einsetzen. In der Hoffnung, du bist nicht. Okay, ist dann doch ein bisschen läppisch. Vielen Dank. Darauf habe ich gewartet. So ist gut. Ja. So, noch ein toter Wurm. Wo ist er? Da. Autsch. Das hat so nicht funktioniert. So, geht doch. Ja, dann meditieren wir mal wieder eine Runde und warten darauf, dass die Leute hier zurückkommen. Das ist eigentlich eine ganz coole Art, die Landstriche wieder zu bevölkern, beziehungsweise die vielen Fragezeichen ein bisschen abzuarbeiten. Weil das sind ohne Zweifel hier alles Fragezeichen, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Und dafür werden wir dann auch noch bezahlt. Oh. Ist doch klasse. So. Ja, gerne, gerne. Okay, dann würde ich sagen, auf zum... Nee, warte mal, erstmal zu dem hier. Zur Kräuterfrau. Beim hüpfenden Majoran. Kein Held, nur ein Hexer. Monster zu töten ist mein Beruf. Tapfer und bescheiden. Oh. Ja, siehst du mal, wa? Okay, wir gucken uns mal an, was es hat. Was ist bei dir? Was verkaufst? Die besten? Ja, Kräuter haben wir schon auf der Karte gesehen. Genau, wir gucken mal. Die hat doch bestimmt, ja, die hat Büffelgras. Nehmen wir alles mit, natürlich. So, wiedersehen. Bis. Okay, Plätze, es geht weiter. So eine Kacke. Ja, so eine Kacke, wa? So, müssen wir mal gucken. Ich glaube, der wählt automatisch immer den nächsten Punkt aus, zu dem wir können. Von daher haben wir auch wieder schöne Rundreisen dabei. Durch das ganze Herzogtum. Ist das nicht schön? Ja, den Panther lassen wir jetzt mal Panther sein. Zum Glück auch recht schnell das Interesse an uns. Ein paar Rehe. Ach was. Na gut. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwie anders runterkommen. Echt jetzt? Ah ja, okay. Plätze hat so seine Schwierigkeiten. Aber naja. Ach, Plätze. Warte mal, oder Questmarker sagt mir da irgendwo hoch. Und einfach oben lang werden. Ah, hier geht's hoch. Na komm. Genau. So. Ah ja, da höre ich gerade irgendwas mit den Flügeln schlagen. Aber wir haben ja gesagt, bleibt erstmal außer Acht. Ein Ritter in Not. Ja, da wollen wir dem doch mal helfen. Zack, Arm ab. Ja, lieber Arm dran als Arm ab. Naja, alles gut. So, wir stecken natürlich wieder alles ein. Oh, schmutzige Befehle. Mhm. Ja, ne? So, gibt wieder jede Menge Zeug. Ja,
mein Herr. Herr Ritter? Okay, mit dem können wir nicht so wirklich reden. Pfarrermanns Klinge. Ein interessantes Schema. Und jede Menge Kohle und Bolzen und Zeug und Klump und hast nicht gesehen. Doch, das hat sich gelohnt, denke ich. Oder hier. Spaltbolzen, Zwergenwertstein. Ist super. Nehmen wir alles mit. So. Komm schon, Plätze. Das war Auftrag Nummer 2. So, 15 Stück an der Zahl. Ich bin mir nicht sicher, ob es nach den 15 nochmal andere 15 gibt oder so. Oder nochmal andere Aufgaben. Aber könnte sein, dass wir uns dann mit ernstlicheren Aufgaben betreuen, statt dem, was hier sowieso so anfällt. Kikimoren. Das ist aber nicht die Umgebung für Kikimoren. Mögen es doch eigentlich kühler. Okay. Das könnte tatsächlich das erste Mal sein, dass wir beim so durch die Landschaft treten. Doch, macht schon. Die Ausdauer ausgeht. Wenn nicht bald wieder ein Weg kommt, dann könnte das durchaus passieren. Ah, da ist ein Weg. Aber hier ist auch was. Okay, Plötze hat sich gerade etwas seltsam verhalten. Das verhält sich immer noch seltsam. Genau, jetzt geht's wieder. Guck mal, langsam. Irgendwas ist hier. Hallo? Ah. Meister Hexer? Ach, hier haben wir einen Auftrag, oder? Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Genau der. Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Weißt du... Diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ich glaube. Ein Hellseher! Die Quest haben wir schon. Ja, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich da. Nee, doch nicht. Okay. Na gut, aber das machen wir das nächste Mal oder so. Auf jeden Fall noch nicht jetzt. Entschuldigung. Weiter so, Plätze. Jetzt kümmern wir uns erstmal. Oh, halt, ich wollte dem Weg folgen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kameraaufträge. Und ich liebe das, einfach so durch die Gegend zu reiten. Da war ein Monsternest, aber das lassen wir jetzt auch mal links liegen. Plätze. Okay. Plätze ist noch nicht einmal so richtig stehen geblieben. Das wundert mich direkt. Das macht's doch sonst so gern. Na gut, okay. Diesmal sind wir auch wirklich gegen eine Mauer geritten. Da kann das Pferd nichts für. Okay, das war auch noch verständlich. Oh. Ein Zyklop. Na? Ich bin ja fast tot. Na los, komm mal drauf. Danke, nochmal bitte. Danke. Oh. Wow. Na, wollte ich gar nicht. Schlag ab. Oh. Okay. So was aber auch. Da sind wir wieder, leider Gottes, etwas früher als gedacht. Das heißt, wir müssen dem fahrenden Ritter nochmal helfen. Macht aber nichts. Das kriegen wir hin ohne Probleme. Sollten wir das hinkriegen? Genau. Der war dort unten, glaube ich, irgendwo. So, einmal dahin. Genau, einmal absteigen. So. Mein Freund. Bitte, bitte gerne. Dass du mir den ritterlichen Hintern gerettet hast.
Gerne, gerne. So, wir sammeln natürlich wieder alles ein. Sogar Ratatouille. Sachen gibt's. Genau, das lesen wir nochmal eben. Haben wir ja vorhin schon. Und, etwas Wein. Nehmen wir natürlich auch mit. Ah, hier ist der dritte. Ja, ne? So macht man das halt. So, das sammeln wir wieder alles ein. Was ist denn los? Gut. Und dann geht's wieder gen Norden. Da hat mich der Zyklop doch echt erschlagen. Sowas aber auch. So, Waffe können wir wegstecken. Die auch. Ja, tut mir leid, ich rotz immer noch ein bisschen rum so. Ist nicht genug zum Naseputzen, deswegen hört sich das immer so ein bisschen blöder an. Aber naja, wie das halt so ist. Der eine oder andere wissen es ja vielleicht, ich war ein bisschen erkältet. Deswegen sind leider auch ein paar Folgen Stardew Valley ausgefallen. Ich glaube, morgen wird sie auch noch ausfallen. Also heute, wenn ihr die Folge seht. Aber, naja, ist halt so, ne? So, stecken wir mal eben ab. Holen uns die Quest hier. Heute Abend geht's zu Hallo? Den Glöcknerinnen wie der Meister Hexer. Na. Mädels können mich gar nicht erwarten. Ich überspringe das mal eben, das kennen wir alle schon. Ich kümmere mich drum. So. Plötze. Das ist nicht Plötze, das hier ist Plötze. Ich speichere mal eben. Dass wir das nächste Mal nicht wieder machen müssen. Der Zyklop, der hat schon so ein bisschen in sich. Bis hier? Nein, genau, noch weiter. Reite. Jetzt ist irgendwas auf den Fersen. Gar nicht geguckt, was das für ein Vieh war. Hätte man vielleicht mal machen können, ne? Naja, ist hier nur auch nicht so wichtig. Na, du wirst doch wohl durch die Weinreben hier reiten können, ne? Kann er. So, da einmal rüberspringen. Und weiter. So. Komm schon, Plätze. Ja, das denke ich mir auch. Hallo? So, Spiel gespeichert. Wunderbar. Langsam. So, mein hässlicher großer Zyklop. Jetzt wagen wir zwei nochmal ein Tänzchen. So, ich fix ihn mal doch wieder auf Klemme. So, hau mal bitte drauf. Zurück bitte. Achso. Hm, doch, der brennt eigentlich ganz gut. Dafür sind die Flammenbolzer schon echt nicht schlecht. Abgefackelt. Ha! Ach, verfluchte Stimme. Naja, gut. Diesmal lief es doch ganz gut. Wenn man einmal weiß wie, ne? Einfach mal abfackeln. So viel Leben hat er nicht. Läuft.